Ready? Ich würde mal sagen, Hey, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer Folge Tomb Raider 2 Custom Level, a very classic Christmas. Und wie ihr gerade unschwer erkennen und hören konntet, der liebe gute alte, tatsächlich schon sehr alte Dave ist heute nochmal für einen weiteren Part zu Gast. Hallo. Hallo, und ihr habt gerade eine Hallo. Sekunde von 101 Nights, Arabian Nights von Chips gehört. Zum Glück nur eine Sekunde, sonst hätte ich Hat hier Content-Probleme deswegen gehabt. geknackt. Nein. Ja. Aber ich wusste gar nicht, dass Naja. du dann anfängst. Ist ja nicht dein Problem, nicht wahr? Richtig. Okay. Oh nein, 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 das schaffe ich nicht mehr. Ah, okay, das ist. Wir sind wieder an dem Punkt angekommen. Halt diese eine Sache an Custom Levels, ne? Die versuchen eben nicht immer unbedingt die Schwierigkeit des Hauptspiels zu haben. Das muss man erwähnen. Was ist denn jetzt dein Ziel? Och, Scheiße. Dein Also Ziel scheint. das Ziel ist, was ich eben höre, wenn ich diesen Knopf drücke, geht diese Platte darunter, aber fick. Mann, geht die Platte runter, aber ich höre eben auch, dass diese Tür aufgeht. Und ich glaube zwar, dass es einfach nur die Ausgangstür ist. Es würde mich aber gerade wundern, wenn die Ausgangstür hinter so einem krassen Sprungrätsel versteckt ist. Deswegen habe ich gerade so ein bisschen die Hoffnung, dass hier. Hä? Bist du dir Moment. sicher, dass sie das ist? Ich glaube fast gar nicht, dass sie das ist. Aber warum sollte sonst die Platte hier runtergehen? Moment, ich guck einfach mal von unten. So viel Zeit ist ja, wenn ich drücke. Ich höre das jetzt schon echt direkt über mir. Es ist aber tatsächlich nicht die Tür. Okay. Wo? Hab eine Idee. Ich habe eine Idee. Nee, aber das ist zu krass. Sagte er und erinnerte sich, dass er ein Custom-Level spielt. Nee, also ich habe jetzt kurz überlegt, diese eine Tür, die wir hier drüben noch gesehen hatten, aber das ist ja so ein weiter Weg. Ja, tschüss, ne? Ha. Hä? Moment, also. Was ist denn mit der einen Tür da genau? Da, die meinst du wahrscheinlich, ne? Da unten die. Ah, Ja, ne. aber die ist auch zu. Aber an die habe ich gedacht, ja. Und an die da hinten. Aber der Sound kommt halt von da. Hä? Okay, ich bin ends verwirrt. Aber irgendwas muss man. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe da so eine Vermutung. Weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, aber. Gibt ein paar Indizien, dass es klappen könnte. Ja, Nein. Ja, jetzt bin ich aber enttäuscht. Aber es muss ja. Ich meine, oder die haben die Klappe halt eingebaut, um einen zu natzen. So, das kann natürlich auch sein. Ja, aber irgendwas muss ja hier noch sein, weil ich bin ja mit dem Schlüssel hier rein in die Konzerthalle. Und irgendwas muss ja genau hier noch sein. Ah. Nani? Okay, ich bin. Nani? Ist hier noch eine Tür? Hier ist auch noch eine Tür. Aber das ist auch zu weit. Und die sieht auch nicht beweglich aus. Sie sieht Da aus wie waren eine wir aber Textur. nicht. Das ist eine Textur, das ist keine Tür. Das kann nicht sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht das Lösungsrätsel ist. Nee, 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 nee. Nein, sowas machen wir nicht. Ja, doch. Ansonsten ist hier noch eine Tür, aber die sieht. Das ist auch eine Textur. Das da drüben ist auch eine Textur. Das.
Ist tatsächlich auch nur eine Textur. Okay, also, es gibt irgendwo eine Tür, die aufgeht. Oder eine Klappe oder irgendwas. Und wo? Baruhe. Klong. Sorry, ich bin gegen das Mikro gekommen. Klang Lass aber mal sehr überlegen. formidabel. Formidabel? Formidabel. Ich bin lost. Ist ja nichts Neues. Das hätte ich dir auch ohne das Spiel sagen können. Vor allem ist halt die Tür, durch die ich reingekommen bin, zu. Das heißt, ich komme ja nicht mal raus. Und wenn der Tür, wenn der Schalter die nicht mal aufmacht. Das irgendwie vielleicht so eine Schalterkaskade, dass du zu schnell zu einem einen vom einen zu einem anderen Schalter musst und dann. Muss ja eigentlich irgendwas auf dieser mittleren Ebene sein, sonst würde ja diese Klappe nicht. Ja, aber das Ding ist, ja, eigentlich Also, ja. wenn man jetzt mit Logik daran geht, ich meine, andererseits, es ist ein Videospiel. Okay, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, offen gestanden, dass wir den Part beginnen und erst mal 6 Minuten überhaupt nicht wissen, was los ist. Aber so ist es, da kann man nichts machen, ne? Das ist Tom Breider, ne? Das ist Tom Breider. Wo ist das? So, du machst die Tür zu, das wollen wir nicht. Das bringt uns nichts. Die wollen wir aufhaben. Aber das ist auch einer, der bleibt ja rot, also der bleibt ja gedrückt. Genau wie der da drüben, der bleibt gedrückt, der hat. Was hat der gemacht? Der hat das Feuer ausgemacht. Der Schalter, der direkt über uns war, der hat genau das mit diesen Platten da gemacht. Die eine geht hoch, die andere geht runter, wo ich dann darüber klettern muss. Und der Schalter, den ich da gedrückt habe, nee, der hat das Feuer ausgemacht. Was hat denn der nochmal gemacht? Waren wir da schon? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der hat doch das Feuer ausgemacht. Aber was hat denn dann der da oben gemacht? Was ist denn da links in der Dingens drin? Ist da auch In der irgendwas? irgendwie gar nichts. Das hat mich auch schon irritiert, aber da ist nichts. Oh. Kein Weg, kein Schalter, kein Was ist denn Item. da unten hinter dem Weihnachtsbaum in Da war der ich einen? auch schon, da war leider auch nichts. Okay, ich gehe Oh. noch mal gucken, was der hier hinten gemacht hat. Der da. Ich glaube, das schaffe ich von hier nicht. Doch. Rasen. Wie enttäuschend. Und da komme ich, glaube, von hier aus auch nicht. Nee. Aber von da könntest du doch, oder? Ich mache jetzt den Five-Head-Move. Nein. Hä? Okay. Moment, okay. Ich will jetzt kein Minipack verschwenden. Da lade ich nochmal kurz. So. Cheater. Cheetah ist ja zum Glück kein No-Load-Run. Das ist Safe-Scamming. Yeah. So, was hast du gemacht, Bro? Ah, doch, das Feuer. Was hat denn der dann ganz oben gemacht? Hä? Sehr verwirrt. Ach, der ganz oben hat die Platte hier hochgemacht, damit ich zu dem Ding mit dem Feuer komme. Vor allem, wenn man hier reingeht, die Kamera zeigt einem halt so sehr auffällig diesen Weg. Ja, ich sehe es aber. Oh, ah, natürlich! Oh, es ist so einfach. Es ist so einfach. Oh mein Gott. Durch die Tür glitschen. fast tatsächlich, fast. Es könnte nicht Ah, einfacher ja. sein. Dass die Tür ist quasi. Okay. Ja. Okay, das ist aber gar nicht mal doof gemacht, weil man da denkt man nicht sofort dran. Da denkt man, wie man sieht, überhaupt nicht sofort dran. Ach, krass. Jetzt ist die Frage, ist das beabsichtigt so gewesen, dass man das nicht sofort erkennt, dass man ein bisschen grübeln muss, oder ist das einfach durch Zufall jetzt so
Durch Zufall. Durch Zufall, also schwierig geworden. Nee, ich glaube. Das ist wie damals in der Schule, wenn du irgendwie so ein, du musstest so ein Musikstück analysieren oder was, so die Lyrics und dann, oder irgendein Gedicht oder so, und dann der Künstler hat dann das daran interpretiert und wollte das und das damit ausdrücken. Wobei man halt wahrscheinlich in 9 von 10 Fällen übertriebenermaßen gesagt, ehrlich gesagt, das wahrscheinlich ja so gar nicht sagen kann, weil man kann den Künstler nicht mehr fragen und der Künstler hat auch Ja. das verschriftlicht. Und Ja. aber Hauptsache, wir haben es analysiert und ja. Ah, ich glaube, da kommt eine Kugel. Oh, oh Gott. Ja, und du wärst noch am Leben geblieben, wenn man stehen geblieben wäre. Stimmt, ja. Aber who knows, who knows? Ich frage mich. Ja, nee, alles gut. Vielleicht kannst du aber noch irgendwo nach oben gleich. Auch. Also. Kommt da noch mehr? Es wird doch jetzt bestimmt die Tür ja aufgekegelt haben, genau. Ich würde den Schalter jetzt trotzdem nochmal drücken, um genau das zu probieren, was du gerade gesagt hast. Heißt einmal. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Spiel das jetzt löst. Ob das jetzt bug-proven ist. Ich habe das Gefühl, nämlich, ich habe es jetzt gebreakt. Oh ne, okay, es ist tatsächlich nice. Hä? Wieso ist die Tür jetzt wieder zu? Ah, danke, Steuer. Hä? Achso, da spawnt immer wieder ein neuer. Ja, genau. Also Manuel. Also. Der Manuel, ja. Manuel spawnt eine Tür. Eine Kugel. Er hat sich jetzt seinen Oberschenkel gebrochen, halt auch bei so einer Skipiste. Das war wahrscheinlich auch so eine Schneekugel, die dann auf ihn und dann. Wer ist Manuel? Neuer. Fußballer. Ah, lol. Ah, okay. Trauer. Kunden Kellers. I couldn't care less, that's all I care about. Guck mal, die schmelzen auch sofort wieder und werden zu Wasser wiederverarbeitet. Ist Mega. das nicht wunderschön? Und daraus werden dann die neuen vereisten Kugeln da oben gebildet und so Energie geht erklärt es nicht sich. verloren. Es ist eine Kreislaufwirtschaft, ja. Das ist wunderschön. Ich habe vergessen, dass es hier ja sowas gab wie man muss Steuerung gedrückt Wie halten. viel? Ganz sicher. Moment, was sieht mein Fickauge da? Was sagst du da, junger Pavel? Mein Auge sieht. Ach so, ich glaube, hier ist einfach Nee, nichts. aber ich Okay. glaube, da. Wenn Ja, jetzt. eins weiter oben dann. Weil das hier führt ja einfach nur genau dorthin, nämlich nirgends hin. So, aber wir Quatsch. machen das ganz oben nochmal. Jesus Christ, was ist denn heute für ein Tag? Es ist Montag, wer hätte das gedacht? 12.12.2022. Das war gar nicht unknapp, glaube ich. Schön. Oh, wir sind hinter dem Fisch. Ah ja, den kennst du jetzt natürlich noch nicht. Schlecht. Für dich. Ah, ich glaube, das ist der fünfte Fisch. Ich glaube, der letzte Schalter, der uns noch fehlt. Falls es hier einen Schalter gibt. Um dann vermutlich an. Oder ist einfach nicht so Sackgasse. So, hahaha, verkackt. Ach ne, doch, sehr schön. Da fehlt mir jetzt halt immer noch ein Schlüssel. Und der ist. Da. Oh! Guck mal, aufgetaut. Oh, jetzt läuft gerade dieses Lied. Ach schön, guck mal, jetzt kommen wir sogar da dran. Und ich wette jetzt noch ein Secret, wenn ich das weiterschiebe. Wäre zumindest jetzt irgendwie der nahegelegene Klassiker. So ist man in Tomb Raider Legend an einen. Silber-Secret in dem Bolivien-Level gekommen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich einfach der ganz normale, das ganz normale Rätsel hier gerade. Ich glaube, wir sind Du darüber hinaus. Ja. hättest da ja eigentlich noch links gehen können gerade, oder? Nee, da ist eine Tür. Ach so, ja, hier, genau. Und dann komme ich jetzt hier hin. Ach Und so. jetzt ziehe ich mir die raus, um die Weg aus dem Weg zu dingsen. Ziehst du raus. Ich bin schon klug. Ich kann KLUK. sowas schon. Ja, ich kann sowas schon. Oh. Kisten schieben, Rätsel lösen. Ist ganz schön dunkel. Fackel. Ah, eine Fägel. Nicht Guck mal. langfackeln. Und Koppeln. dann sind wir hier. Ach lol, ich habe jetzt einmal so alles überflutet und quasi, das ist ja mega Achso, das sick war. hast du jetzt komplett das Eis quasi. Anscheinend. Also hier war vorher noch kein Wasser und unten hat man ja gesehen, dass es geschmolzen ist.
Oh, wie cool. Oh ja, es ist einfach alles auf. Oh. Fand das damals auch immer so schön, dass sie oben total dick angezogen ist und unten einfach so irgendwie, wollte gerade sagen, so in Strapse oder was, aber ja, so, weiß ich nicht, sehr freizügig unterwegs ist die Dame. Na normal, wie machst du das im Winter nicht so? Also ich gehe mal mit Jacke und Strapse, zwei Schals, aber dafür dann halt mit Unterhose raus. und ohne, ja, klar. Bundone, genau. Ich habe mir jetzt tatsächlich Thermounterwäsche Oh Gott. geholt. Thermounterwäsche finde ich ja insgesamt eigentlich eine nice Sache. Aber Ich ich habe noch glaube, nie eine gehabt. Also ich bin mal mich gespannt, auch weil wir sind nicht. jetzt am Freitag sind wir jetzt mit der Firma halt auf Firmenfeier und wir fahren mit dem Planwagen nach Soest. Wagplan. Genau, und das geht wahrscheinlich so 1,5, 2 Stunden. Und du sagst schon, ah, dick einpacken und so und dann irgendwie Decke mitnehmen. Und dann dachte ich, ach komm, dann probierst du das doch einfach mal aus. Habe ich mir bestellt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe es noch nicht anprobiert. Cool. Ich glaube, das ist cool. Also ich glaube, das ist auch wirklich nützlich, sowas. I hope. Bin gerade ein bisschen überrascht, wie schnell ich gerade tot gegangen bin, offen gestanden. Uschis hast du auch noch nicht gefunden, anscheinend. Nee, aber Munition dafür. Deswegen kam ich gerade drauf. No climbing. Ja, es gab wieder ein sehr, sehr schwieriger Kampf, habe ich das Gefühl. Aua! Digga, Alter, Bro. Wenn das nicht der Endboss ist, weiß ich auch nicht. Nee, aber irgendwo müssen die Uzis noch sein. Munition. Rasen, Rasen, Rasen. Hafen. One shot. One kill. One opportunity. Puh. Guck mal, der Typ, der hier so unglaublich viel Schaden gemacht hat, der hat doch bestimmt die Uzis fallen gelassen, oder nicht? Nee, aber Granatwerfermunition. Okay, ich Ach glaube, nee, das Level ist noch nicht vorbei. Pepsi-Dosen sind das. Einem Schachtel Pepsi-Dosen. Ist in der in, sind diesen Büchchen da eigentlich, kann man da auch rein? Ist da auch irgendwas drin? Bücher? Die Büchchen da links da von dir zum Beispiel. Bücher? Was ist das Da denn für ein rechts Wort? von dir. Büchchen. Da kann man da rein? Ist da irgendwas drin? Nee, kann man Okay, nicht. schade. No, no climbing. Bütchen, das Wort habe ich ja noch nie in meinem Leben gehört. Bist ja auch ein Kulturbanause. Danke. Bitteschön. Ah, schade. Es gab aber noch eine Stelle, wo auch so vereistes Beiß, Vereistes Eis. vereistes Eis war. Da würde ich noch mal reingucken, weil wenn das jetzt so überall geschmolzen ist, dann lohnt sich Eisbar, das ja. Eisbar, Bipste. Aha. Drum. So, das eine war hier. Oh, was ist das denn für ein Gitter? Ein Gitter. Oh, das finde ich aber auch sehr cool, dass sie so Eiszapfen an der Lampe haben. Ja, oder? Ist Schönes mega. Detail, ja. Kann man da vielleicht hochklettern auch irgendwie? Nee, Oder an aber der man macht halt Skill Jump. diesen Dafür braucht man hier. aber Skill, meinst du? Ja. Genau. Also mehr als du hast. Ich habe gerade demonstriert, wie das aussehen würde, wenn du das machen würdest. Eigentlich sieht es so aus. Ja. So. Ah. Oh ja, es ist tatsächlich auch offen. Oh, auch da kann man. Pepsi-Dosen. Yay. Oh, der Und Granatwerfer! Hey! jetzt können wir die Pepsi-Dosen auch verschießen. Yay. Geil, cool. Fehlt mir nur noch Übrigens, ein Sieg von genau. Level 16. Das habe ich mir ja gemerkt. Das sind nämlich beim Endboss von Tomb Raider 2, brauchst du genau 12 Schüsse und weg ist er. Mit dem Granatwerfer? Mit dem Granatwerfer. Krass, ich glaube, ich habe immer einfach Und es ist. alles, was ich an. Es ist voll easy, den zu besiegen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Der Endboss, da hat man noch nur eine Schrotflinte. Nein. Doch. Nein. Doch. Wieso hat man da nur eine Schrotflinte beim Endboss von Tomb Raider 2? Nein. Natürlich. In Nein. Lara's Home. Home sweet home. Ach, den Endboss. Ich meine, ja, den. Ich dachte jetzt den offiziellen Endboss im Sinne von. Oder Okay. den ersten Endboss, den Ah Drachen. ja, da habe ich auch immer Beim anderen hast du Granatwerfer. natürlich recht, ja. Ja, weil du kannst ja einfach dann, wenn du quasi in diesen großen Raum reingelaufen kommst, stellst du dich links hinter die Säule, packst den Granatwerfer raus, schießt auf den, wenn der Drache dann gespawnt ist. 12 Mal, wirst halt 0 Mal dabei getroffen und tot ist er. Ah. Das ist voll easy. Ja gut, genauso easy ist halt, also was ich immer gemacht habe, ist halt, Gecheatet. nee, das hier.
So wird man auch nicht getroffen und er ist irgendwann tot. So. Jetzt gucke ich nochmal, ob noch irgendwo was aufgetaut ist. Ansonsten würde ich dann zu Santa gehen, weil ist ja, also lohnt sich. Santa Claus is coming So, das hier down. war Da oben, da letztes oben. Mal. Oh, das ist eine Höhle, Nee, siehst du ja. das war das erste Rätsel, das haben wir schon durch. Da konnte man Okay. sogar auch vorher schon ins Wasser. Wo man nicht ins Wasser konnte, war das hier, aber da ist man von dort aus dann hingeschwommen. Hier war der erste Schalter, also das kenne ich auch schon. Ich war hier oben noch gar nicht, komme ich hier hoch? Nee. Nein. Aber das ist Safe and Secret, weil das. Da war doch auch gerade so ein Weg Irgendwie dort auf die oben hin. Plattform von der Statue kommst, kannst du irgendwie ein bisschen drauf stehen, nee, ne? Das probiere ich gleich mal. Ich glaube nicht. Ich würde es erstmal kurz von dieser Erhöhung hier ausprobieren. Weil das ist zumindest ein bisschen höher, aber ich glaube nicht, dass es reicht. Nee. Warte mal, Was ist geht's hier das da für eigentlich eine lang? Kasse? Oh. Das habe ich wohl übersehen. Dafür hast du mich. Dafür. Bitte schön, ja. Aber ich glaube oder befürchte, dass ich da nicht stehen kann. Nee. Oh, da geht's Ja. runter, ja. Genau, da ist man rüber geschwommen. Tja, aber kommt man hier irgendwie hoch ansonsten? Sieht nicht so Was ist das richtig da so. oben? Was denn? Das da? Ja, bei in dem gelben, in dem gelben, in dem pinken Haus da links von dir, da konnte, sah's gerade aus, dass man dann auch noch hoch konnte. Stimmt, in die Fenster. Vielleicht kann ich von da aus so einen Schrägsprung machen. Und auf der anderen Seite, also links quasi um die Ecke rum, da konnte es, war auch so ein Auch so ein Fensterdings hier. Fenster. Aber das hier könnte schon reichen. Noch nicht gesehen. Ist bestimmt nur ein Secret, aber das wäre ja voll cool. So, jetzt bitte nicht sliden. Das sieht Kommen wir, doch aus, glaube als ich. könnte ich laufen. Naja, scheiße. Nein. Nee, nee, nee. Aber gute Idee. Ja. Dann würde ich da jetzt mal nicht viel mehr Zeit rein investieren. Aber gut zu wissen. Liebe Leute, falls ihr das Spiel selbst spielt, ich wette, da oben liegen die Usis. Das ist Kannst du tatsächlich mein denn Guess. nicht einfach da rechts jetzt vor dir? Da vorne rechts? Da rein, in diesen, da wo die Fenster quasi sind. Und von da aus Hier, da oben? dann rüber. Das könnte klappen. Vielleicht gar nicht gesehen. Ja, das könnte Ja, sogar sehr dafür gut hast du mich. klappen. Ja, dafür habe ich dich. Ja, Dafür. als Backseat-Gamer sieht man immer mehr. Es ist tatsächlich. Oh. Ach, scheiße. Ich probiere es nochmal aus dem Stand. Das kann ich jetzt gerade nicht aus dem auf mir sitzen lassen hier. Als ob das nicht reicht. Nee. Echt mal. Das ist aber Millimeter-Sache. Okay, ich probiere es noch einmal über die schräge Seite davon, aber. Scheiße. Über die da. Aber ich glaube, da kann man sich nicht festhalten. Nein. Wobei, wenn ich Ach, muss so man wieder einen ein Skill-Up komischen machen? Strafe-Sprung mache, nee, es wird nichts. Mit Effet. Na gut, okay, lass uns wirklich bleiben. Aber wie gesagt, liebe Leute, falls ihr das selbst nochmal spielen wollt und einen Weg dort hoch findet, lasst es mich auf jeden Fall wissen und sagt mir, ob da die Usis lagen, Und den dann Weg könnt zu ihr das dem bahnen. June nämlich sagen. Und dann weiß er das, spielt das Spiel aber nie mehr wieder, aber er weiß es. Genau, es interessiert mich, weil, also wirklich, weil wir haben ja die Uzi-Muni halt, aber die Uzi noch nicht. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass hier, wo jetzt halt Center ist und auch vorbei ist. Falls ja, würde Uzi. ich mal nochmal mich 10 Minuten umschauen. Konntest du da Einfach. links und rechts auch in diesen Garten Da da waren wir. rein? Das, da Genau. warst du schon. In beiden, ja. Okay. Das eine war der Friedhof und das andere, also das hier mit dem verschlossenen Gate, ist der Friedhof. Und da war so ein Fisch. Oh, aber apropos Fisch, das könnte bedeuten, dass da noch ein gefrorener See war. Mit irgendeinem weirden Item. Oh. Was ist denn das? Ein Bonbon. Ein Bömsken. Oh, ein Secret, lol, das Secret Sound kam. Okay, es gibt Secrets und ich habe bisher nur das gefunden. Ich glaube, ich hatte irgendwo. Wurde abgeschossen, Sekunde. Da holen wir mal den Granatenwerfer raus. Und das Schmoll-Medipack. Ich mag das, wie die so in tausend Großartig. Stücke. Klingt sehr gewalttätig, aber es ist so.
Ich glaube, ich hatte irgendwo am Anfang des Levels sowas in Rot gesehen, bin mir aber gerade nicht mehr 100% sicher. Also so ein Secret. Tja. Jetzt ist halt, also pass auf, liebe Leute, ich hätte folgenden Vorschlag. Wir gehen jetzt mal zu Santa und ich denke mal, das wird das Level beenden. Beziehungsweise gucken wir uns hier noch um. Und wir können uns danach noch so, bis die 30, 35 Minuten voll sind, können wir uns einfach noch unterhalten und nochmal gucken, ob wir noch was finden. Und ansonsten, liebe Leute, würde ich sogar vorschlagen, dass ich noch einen Bonuspart ranhänge, indem ich einfach nochmal erkunde. So, dann die Tage. Aber reden wir erstmal mit Santa. Vielleicht ist das Level auch noch gar nicht vorbei, so kein Plan. Okay, ist vorbei. Ah, a very classic Christmas, time taken. 1 Stunde 37 Minuten, 57 Sekunden. Ein von drei Secrets anscheinend. 29 Kills, 1037 Schuss abgegeben, 767 Hits davon. Health Packs use 5,5 und 10,39 Kilometer gelaufen. Santa, what are you doing here? Ah, Lara, thank you. You arrived just in time. They were about to make me have my elves construct machine guns. But I still need your help. My presents were scattered through the valley as they shot me down. Can you find them for me? Meanwhile, I need to arrange another mode of transport. I can do that. No problem. In oh. the meantime, watch your back, old man. There might be more of them out there. Es gibt noch ein zweites Level. Oh, cool. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, bin ich ganz ehrlich, aber kein Thema. Er hat gerade gesagt, sie wollten ihn zwingen, dass seine Elfen Maschinengewehre bauen. Und hat jetzt gerade gesagt, dass er irgendwas verloren hat, ich glaube Geschenke, und ich die für ihn finden soll, während er seinen Kram wieder zusammenräumt. So, wie heißt denn das Level dann jetzt? Rescuing Santa. Okay, es ist anscheinend. Oh, Lara plays in the Snow Musik. Ich hasse diese Dinger. Es ist ja wirklich großartig, ey. Also, ich wünschte, ich könnte das. Ich wünschte, ich könnte solche Level bauen. Ich wäre ein glücklicherer Mensch, glaube ich, wenn ich all meine Tomb Raider-Fantasien einfach Könntest du bauen könnte. vielleicht ein der Clue 3 mit der Tomb Oh Raider-Engine bauen? nein, oh nein, oh nein. Oh. Hä? Moment, jetzt bin ich verwirrt. Hello? Hello? Hello, Sabato speaking. Hi, it's Lara. What? I'm playing another one of these Christmas custom maps. I was thinking it would be a peaceful vacation, but I'm in the middle of a valley and the silly builder hasn't given me a way to get my snowmobile across this gap. You're one of the fastest builders I know. Can you help? Sure, I can help you, Lara. Just give me a moment. Thanks. Okay, das ist sau cool und ein echt witziger Zufall. Lara hat gerade Sabatu angerufen, von dem ich dir vorhin erzählt habe, der die anderen Custom-Levels gemacht hat. Und hat sich beschwert, dass die Erstellerin dieses Levels vergessen hat, diesen Weg hier zu bauen. Und da er einer der besten und schnellsten Custom-Level-Bauer ist, soll er sich mal schnell einen Weg überlegen. Und er hat gesagt, alles klar, mache ich. Breaking the fourth wall. Das ist ziemlich cool. Okay. Dann sind wir im dritten Level. Santa's Trial. Trail. Nicht Trial. Oh. Santa's Tale. Santa's Tale. Des Santas Schwanz. Oh, you've got to be joking. Wusstest du eigentlich, dass Cocktail Schwanzschwanz heißt? Das wusste ich, aber danke. Wunderschön. Hä?
Action-Part hier, Action-Cam. Was ist das denn? Dankeschön, Sabatul. War mir eine Ehre. Oh Gott, oh. Da kommt noch eine Kugel. Oh Gott, da kommt noch mehr Kugeln. Oh! Das hat gerade schon auch wieder Tibet-Vibes irgendwie so ein bisschen. Ja, ich glaube, es sind auch sehr viele Texturen daraus tatsächlich. Oh. Okay. Oh, oh ja, moin! Oh Gott, warum das Eiszapfen? Ja, sehe. Noch mehr Eiszapfen? Oh, lieber nochmal speichern. Übrigens, so klingt das auch, wenn er Verstopfung hat, liebe Leute. In der Tat. Kann ich bestätigen. Au, Angriff. Gar kein Problem. Okay. Ist das ein Immobil, was schießen kann? Nee, ne? Schade. Leider nein. Schön wär's. Das sind aber nur die Schwarzen, ne? Gewesen. Stimmt. Wobei mit Custom Textures ist ja sowieso alles unberechenbar. Ja! Hey. Na, die schreien immer so, wenn die sterben. Kannst du da oben noch weiter drauf? Sah so aus, ne? Aber oh, das erinnert mich an das. Also, wenn das geht, naja, ich wüsste aber nicht, wie ich da hochkomme. Ja, wobei, doch, darüber, übers Eck. Würde mich das sehr erinnern an das erste oder eins der ersten großen Secrets in Unfinished Business, in dem man auch so auf das Level gesprungen ist, um dann die Schrotflinte zu finden. Würde dir sehr empfehlen, mein Let's Play zu Unfinished Business, falls du den Tomb Raider 1 DLC nicht kennst, zu schauen. Secret? Ah. Doch, kenne ich tatsächlich, aber habe ich auch also einmal gesehen vor 10 Jahren oder so. Okay. Aber es war ziemlich cool, hat mir gut gefallen. Okay, ich habe es tatsächlich jetzt auch zum ersten Mal ever gespielt. Kennst du denn dieses eine Level, was sie für Tomb Raider 3 eigentlich noch gemacht hatten oder machen wollten? Meinst du Lost Artifact? Ist das das? Das wo du dafür? Okay. Ja, da bist du halt auch in so einer, wie so eine Kathedrale oder was, glaube ich. Ja, das ist das erste von, ich glaube, 5 Leveln oder so. Lost Artifact. Bei Aldrich. Genau. Ja, also es gibt ja zu. Okay, wie mache ich den Sprung dann? Es gibt ja zu jedem der Klassiker sowas. Zu Teil 2 gibt es ja Golden Mask. 1 Unfinished Business, 3 ist Lost Artifact. Und in Tomb Raider 4 gibt es dann noch dieses The Times Exclusive Level. Tja, ich kann dir gerade nicht sagen. Ich das früher immer schon irgendwie so gruselig, mysteriös, interessant, so diese Mischung aus London, dieses U-Bahn-Dingens. Ja. Und dann hast du da auf einmal, wenn du rechts abbiegst, bist du in so einer okkulten, weiß ich nicht, sektenähnlichen Dinges da drin. Das, aber fand ich mega immer cool. Ja. War schon geil. Generell, ich möchte einmal ganz kurz, ich weiß, wir spielen Tomb Raider 2, nicht Tomb Raider 3 und beziehungsweise sogar nicht mal Tomb Raider 2, aber ich möchte noch einmal meine Liebe zu den Südpazifik-Leveln äußern. Ich liebe sie so sehr. Ich finde sie optisch so es ist irgendwie ein schönes Gefühl. Gerade das erste von den Südpazifik-Leveln. Mit Kannibalen und so ist schon geil, ne? Ja, ist schon sehr, ja genau. Also ich finde das eigentlich eine recht entspannte Vorstellung, an. Sich aufessen zu lassen, so von so anderen Menschen. Ja, du nicht? Verstehe ich nicht. Also ich bin jetzt nicht irgendwie so, weiß ich nicht, bist du... Obwohl, du möchtest dich aufessen lassen, wenn dann... Ja, also finde ich jetzt enttäuschend eigentlich, dass du das nicht genauso empfindest. Aber ist ja deine Sache. Du verpasst was, ne? Ja. Ich glaube, ich muss... Auf der anderen Seite den Hebel hier dingsen, um zu dingsen. Da oben liegt noch ein Dings. Medipesh. Ja. Sowas aber auch. So. Medkit. Ich würde jetzt noch diese Sache hier ausfahren. Hinüberlau. Fick dich. Was war denn das? War das Drache? Drache. Du bist auch ein Drache. Ich wollte eigentlich tatsächlich Phönix sagen, nicht Drache, aber ist wahrscheinlich genauso. Ja, ja. Weird. Ich meine, wenn man es so sieht, ich sag mal, Vögel
wenn wir jetzt Drachen von Drachen mal auf Dinosaurier kommen, das sind ja Vögel, das sind ja eigentlich, ne, das sind ja noch lebendige Dinosaurier. Ja. Das ist aber die andere so. Wieder unten. Ja, das habe ich mir gedacht und gesehen. Ich frage mich nur, wie regeln wir das jetzt? Meine Schnell. Ja, aber die gehen ja sofort. Das ist ja. Vielleicht musst du erst den hinteren. Ja, genau. Dann, ja. Und jetzt bestimmt trotzdem schnell. Oh. einmal richtiger Spiel. Troll. Die haben einfach keine Kollision. Ah, nee, alles gut. Okay, allerdings. Oh, da ist die Schneehütte, schön. Moment mal, das kennen wir doch. Das sieht aber fast original aus wie in. Ja, hier. Nur dass es dahinter nicht weitergeht. Aber cool. Nicht auch. Und da liegt sogar ein Geschenk oben. Ja, da muss ich die Geschenke finden für Santa. Aber liebe Leute, dann würde ich an dieser Stelle jetzt sagen, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, um abzuschließen. Wir haben die 30-Minuten-Marke wieder überschritten und sind hier, glaube ich, an einem guten Punkt. Oh Gott, und ich werde gerade... Ich will mal gucken, ob das Game-Breaking ist, hier runter zu gehen. Weil ich komme jetzt nicht mehr hoch ohne das Mobil, ne? Das ist richtig. Es geht aber auch keiner davon aus, dass die Spieler so doof sind und das machen. Und dann kommt halt so ein Ju, ne? Okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, ihr Vogel. Moin. Ich bin ein Vogel. Ich werde dich zerhacken. Okay, dann verabschiede dich einmal von den lieben Menschen dort draußen. Ja, tschüss, liebe Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr lieb seid, aber Menschen seid ihr in jedem Fall, gehe ich mal von aus. Deswegen tschüss. Oh, mehrere Geschenke tatsächlich. Wunderschön. Ja, und dann... Ob ich das jetzt noch aufmachen würde, weil es die ganze Zeit unter Wasser lag, ich weiß es nicht. Aber, da drinnen in der Hütte ist auch noch ein Geschenk, habe ich gerade gesehen. Auf der Hütte drauf. Also, jetzt wollen wir jetzt doch gar nicht so viel verraten, ja? Guck mal. Haben die Leute doch auch selber gesehen. Nein, nee. Okay, bis zum nächsten Part und macht's gut. Und tschüss. Thanks for having me und so, weißt du Bescheid, ne? 1001 Arabian Nights. It's ja, schwarz jetzt.